Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Boah, Mbappé! Nein. Das ist der größte Sohn des Kronen! Und Ribéry, na klar, Chat, weil er sein Schild oben hat. Ribéry! Oh mein Gott! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben heute eine weitere Folge Road to Wheel Pro am Start. Wir gehen heute in Jeddah rein. Ich hoffe, ich kann eine bessere Performance hinlegen als in Bahrain. Das war unterirdisch von mir und ich schäme mich auch immer noch dafür. Aber ich gewöhne mich immer weiter an mein Lenkrad. Ja, wenn ihr weiter auf dem Weg mit dabei sein wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir gehen direkt rein ins Blitz Qualifying in Jeddah. Let's go! So Leute, da sind wir in Jeddah angekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In Jeddah könnte auf jeden Fall anstrengend werden. Aber von der Pace her dürfte ich auf jeden Fall hier schon ein bisschen besser unterwegs sein als verhältnismäßig in Bahrain. Oh mein Gott. Allerdings kann man sich natürlich auch drehen an der einen oder anderen Stelle. Fällt das DRS auch noch aus, also die Voraussetzungen sind nicht die besten. So, erster Sektor, was haben wir hier für eine Zeit? 36,3. Das ist natürlich bodenlos, aber wir haben einen weiten Vorsprung. Wir haben auch mehr Vorsprung als in Bahrain. Und Jeddah finde ich auch, ist eine sehr geile Strecke zum Practice mit Lenkrad. Ich lenke nur manchmal noch ein bisschen zu früh ein. Oder bin zu früh auf dem Gas, wo ich mich dann drehe. Und das Problem ist halt, wir können ja halt leicht DNF gehen, ne? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, falls wir DNF gehen, dass wir dann rewinden. Und ansonsten nutzen wir keine Rewinds. Also alles, was wir uns an Schaden und so einhandeln, müssen wir dann alles immer an die Box fahren. Ja. Das ist so erstmal der Plan. 1,36,4, bodenlose Rundenzeit. Aber es war doch schon mal ganz in Ordnung. So, wir starten auf der 1. Max Verstappen startet von der 6. Ich verstehe nicht, warum Max Verstappen hier so bad ist. Also mit unserem Auto müsste er locker auf 2 sein. Bestätigt dann auch wieder, dass die Teamkollegen generell ein bisschen runtergepusht werden in der Fahrerkarriere und in der MyTeam-Karriere. Aber ja, schauen wir mal, wie es im Rennen läuft. Vielleicht kann Max da ja noch nach vorne kommen. So Leute, Medium Hard soll hier meine Strategie sein. Ich starte mal auf dem Medium und dann schauen wir mal, was geht. Ich bin eher dann doch für, ganz ehrlich, eine 2-Stopp. Also, ich bin eigentlich eher für Soft, Medium, Soft. Soft und dann Medium und dann Soft. So, brauchen wir zwar 12 Sekunden länger, aber ich habe dann mehr Grip. Und das ist für mich dann auch in Ordnung. Es sei denn, ich komme sehr gut zurecht, dann mache ich halt ein Soft-Medium, ganz einfache Strategie. Ja. Nehmen wir 0,7 Runden mehr Sprit mit. Und dann gehen wir rein. Let's go. Start lief schon mal besser. Bin gespannt, wie ich Jeddah jetzt hinbekomme, auch mit ein bisschen mehr am Tank. Hamilton ist auf jeden Fall auf 2. Verstappen konnte nichts gut machen beim Start. Okay. Ich mag eigentlich diese Passagen ganz gerne, wo man ein bisschen mit dem Gas spielen muss. Bisschen zu wenig auf der Bremse. Muss man nochmal nachbremsen. So sieht es erstmal souverän aus. Ich hoffe, das wird ja einfach ein ganz langweiliger Stadtzielsieg, ne? Ohne Dreher, ohne Schaden, ohne alles. Dann können wir die KI-Stufe endlich ein bisschen hochstellen. Okay, erste Runde ist rum. Wir haben ungefähr 2,3 Sekunden zu Hamilton. Ich glaube, ich könnte die auch noch ein bisschen schneller durch den ersten Sektor durch, aber sicher ist sicher. Kommen auf jeden Fall schon viel besser rein. Ich merke richtig, wie ich mich langsam wohlfühle in Jeddah. Also, die Strecke liegt mir auf jeden Fall mehr als Bahrain.
1,35. Ich bin sogar schneller gefahren als im Qualifying. Okay, sie schlagen mir eine neue Strategie vor. Sie wollen mich durcheinander bringen. Runde 9 Mediums. Okay, machen wir mal. Vertraue euch. Sieht's denn aus hier mit dem Abrieb? 11% auf den Softs. Vielleicht geht dann auch einfach schon früher rein. Wir haben auf jeden Fall nach 3 Runden gute 10 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton. Was echt cool ist. Und Verstappen kommt auf 5. Das ist auch sehr gut. Sehr gut fürs Team auch. Bisschen weit gekommen hier. Aber passt. 36,1 im ersten Sektor, auch schneller als im Qualifying. Ich merke auf jeden Fall, wie mir dieses sichere, ruhige Vorwegfahren so ein bisschen halt auch Sicherheit gibt bezüglich Lenkrad und so weiter. Ich kann mich jede Runde so ein bisschen weiter rantasten und weiß, okay, wie kann ich jetzt hier einlenken, wie kann ich da nochmal schneller fahren. Einfach durch, dass man halt beständig Runden fährt, ist unglaublich gut fürs Practice. Also wenn ihr anfangt, versucht einfach viele Runden, glaube ich, zu fahren am Stück und versucht euch langsam zu steigern. Ist, glaube ich, ein guter Trip so. Jetzt fahren wir jetzt hier. 1,36,4. Naja. Oh, fast gegen die Wand. Aber kriegen wir hin. 37,3. Bin ein bisschen langsamer geworden jetzt. Ich glaube, das hängt aber nicht mit den Reifen zusammen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich weiß, ich führe und muss nicht ins Risiko gehen. Kann immer meinen Vorsprung so ein bisschen ausbauen pro Runde. Ja, aufpassen jetzt. Wenn man hier einen schlechten Einstieg hat in den kurvigen Sektor, dann lädt man sich auch mal ganz leicht. Was man auf jeden Fall jetzt schon mal festhalten kann, meine Fahrweise ist auf jeden Fall schon mal viel sicherer geworden gegenüber Bahrain. Und das heißt, dass es auch gut ist bezüglich der KI-Stärke, dass sie dann hochgeht. Damit die kommenden Rennen dann auch ja ein bisschen interessanter werden. Und ich vielleicht auch dann irgendwann mit Druck umgehen muss in Zweikämpfen und so in den nächsten Rennen, wenn sich die KI-Stufe weiterhin so steigert. Wir nähern uns dem Boxenstopp. 37,0. Was auf jeden Fall auffällt, dass mein Abrieb, glaube ich, auch relativ gut ist. Also, ich bin sehr gut zu den Reifen so. Die Runde war auf jeden Fall richtig bad von mir. 1,38,8. Ich bin gespannt, wie ich gleich mit neuen Reifen zurechtkomme, ob sich dann das auch auf die Zeit auswirkt, die ich fahre. So, wir pushen mal ein bisschen. Sind jetzt hier eine 36,9 gefahren. Stabile Zeit auf den alten Soft so. Was meine Pace angeht, natürlich, das ist eine grottenschlechte Zeit im Allgemeinen. Aber was meine Pace angeht, ist es absolut in Ordnung. Leclerc, Hamilton und so sind jetzt an der Box. Verstappen auch. Finde ich auf jeden Fall gut, dass er früher an die Box geht. Kann er vielleicht undercutten. Das war mal gut eingelenkt jetzt hier. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ja, ja, alles gut. Ich bin vorsichtig. Die Runde ist auf jeden Fall sehr stabil bis jetzt.
So. Boxbox. Hä? Da stand doch ein 80er-Schild, oder bin ich doof? Okay, 5 Sekunden wegen Rasen in der Boxengasse habe ich bekommen. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind schauen wir mal. Ganz komisch. Ne, 60 ist hier. Stand da nicht ein 80er-Schild? Habe ich mich mies verguckt. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Habe ich mich anscheinend verguckt. Okay. Boxenstopp war natürlich nicht gut so an sich. War langsam, aber... Oh, okay. Die Reifen sind kalt, aber es ist ein bisschen anders. Sainz geht auf harte Reifen. Da habe ich die Hoffnung, dass Verstappen da jetzt vorbeikommt. Vom Sprit her passt es auf jeden Fall. Kann ich eher tendenziell sogar, weil ich so langsam fahre gerade. Weil ich halt nicht so heftig am Pushen bin. Kann ich sowieso immer ein bisschen weniger Sprit mitnehmen. Muss ich mir merken. Ist dann halt auch leichter zum Fahren für mich. Hamilton wird da von Albon auch ein bisschen aufgehalten und den McLaren. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich kann Verstappen da was tun. Der ist, glaube ich, direkt dahinter mit dem Ferrari. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Schilder geachtet. Aber egal, wir kriegen die Kurve noch. Habe mich voll erschrocken, dass die Kurve bekommt irgendwie. Okay, let's go. Wir pushen mal. Ich schau mal, was ich hier für eine Zeit erreichen kann. Mit frischen Reifen. Am Sektor 1. Auf jeden Fall eine 35-0. Schon mal gut. Zweiter Sektor ist auch lila. Schauen wir mal, was geht. Und wir fahren hier eine 33,6. Oha, voll gut. Ich freue mich gerade voll. Let's go. Damit habe ich halt auch sicher die schnellste Runde so. Hatte ich halt mit der anderen auch, aber jetzt ist sie noch mal sicherer. Ja, und dann gilt es jetzt nur noch, das Ding ins Ziel zu fahren und dass wir dann in Melbourne die KI-Stufe erhöhen können. Melbourne auch grundsätzlich eine Strecke, wo die Drehgefahr bei mir noch mal ein bisschen höher ist. So, und falls sich jetzt nichts ändern sollte, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt einfach gleich beim Zieleinlauf dann wieder. So Leute, kleiner mentaler Push nochmal hier. Wir werden Nyck de Vries überrunden. In jedem Moment. Der Mann lässt uns hier vorbei. Perfekt. Schauen wir mal, ob da noch der eine oder andere hinzukommt. So, nächste erfreuliche Nachricht. Logan Sargent haben wir auch erreicht. Bin gespannt, wie der uns hier vorbeilässt. Hier, alles klar. Perfekt, Logan. Super, danke. Also da auch nochmal mentaler Push. Oh, da hat es mir die Flügel angehauen. In der Kurve komme ich echt immer noch ein bisschen weit raus. Wenn ich da den Bremspunkt nicht zu 100% erwische. Schon wieder zu früh auf dem Gas bin. Aber wir wechseln den Flügel jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach so durch. Und Sainz und Verstappen kämpfen da die ganze Zeit gegeneinander. Ich hoffe, Verstappen kommt da noch vorbei in der letzten Runde. Oh, okay, eklig. Mit Flügelschaden ist es auch schon mal wieder ein bisschen anders. Das Fahrgefühl. Ja Leute, und dann können wir abschließend vielleicht so ein kleines Resümee ziehen, während wir die anderen da vorne noch so ein bisschen einholen. Ja, was soll ich sagen? Boah, okay. Hinten raus mit Flügelschaden und so wurde es natürlich doch ein bisschen schwieriger, und als die Reifen dann kritischer wurden. Aber wenn man überlegt, dass zwischen der Bahrain-Folge und der Folge jetzt hier nur circa 2 Tage liegen, dann kann man auf jeden Fall festhalten, dass ich mit Lenkrad schon viel sicherer geworden bin.
Man gewöhnt sich auch ans Gas geben, ans Bremsen und so weiter. Man tastet sich so langsam ran. Und ich glaube, dass das hier genau das richtige Format ist, um schnell das Fahren mit dem Lenker zu erlernen. Einfach die Runden abspulen, auch sag ich jetzt mal mit wenig KI-Druck, der ja dann im Laufe der Zeit noch zunehmen wird. Einfach halt immer wieder fahren. Und ja, P1 sehen wir hier mit. Yuki Tsunoda hier vor uns auf der 18. Und ja, was hat Max Verstappen geholt? Hab's jetzt gar nicht gesehen, ob P3 oder 4. P3 wäre natürlich wieder cool. Und da werden wir die KI-Stufe jetzt erstmal hochstellen müssen. Fahrer des Tages wird George Russell. So, hier sind wir auf dem Podium. Wen haben wir noch mit dabei? Ah, Podium passt, brauchen wir alles nicht. Max Verstappen auf 4, leider hat es nicht ganz geschafft. Und ihr seht es ja, also ich bin 6 Sekunden schneller gefahren als Lewis Hamilton. Also da wäre von der KI-Stufe auf jeden Fall einiges mehr drin gewesen, auch wenn ich die 5 Sekunden Strafe noch habe. Nehmen wir mal kurz einen Blick auf die Gesamtwertung. Verstappen und ich, 26, 27 Punkte, überragend. Leclerc auf 1, den gilt es dann im nächsten Rennen da runterzustoßen. Und Konstrukteurswertung sind wir vor Ferrari, perfekt. Besser kann es nicht laufen. Damit zurück ins Hauptquartier, Leute. Zurück im Hauptquartier. Wir simulieren das Ganze. Wir kriegen wöchentliche Ressourcen. Wir sollen Upgrades bekommen vor Australien. Und es geht alles durch. Hervorragend. Wie sieht es aus? Wir müssen mit Abstand das beste Auto eigentlich haben. Ja. Also wir machen einen weiten Satz nach vorne. Sind viel besser als Mercedes, Ferrari, Aston Martin und Co. McLaren finde ich ist krass. Ziemlich weit unten. Aber ich denke mal, die werden sich auch noch verbessern und einiges an Upgrades bringen. Wir gehen jetzt fix in die Trainings rein und dann schauen wir mal, was wir am nächsten Upgrade-Paket so bringen können. So, meine Freunde, das Wetter bleibt sonnig in Melbourne und wir haben 5500 Punkte zur Verfügung, um hier das nächste Upgrade-Paket zu schnüren. Da schauen wir mal, was hier bei der Aerodynamik geht. Würde ich sagen, machen wir hier zwei Sachen. Dann würde ich sagen, machen wir drei Sachen beim Chassis und dann sind wir sehr gut damit dabei, entwickeln uns stetig weiter und haben dann alle Punkte aufgebraucht und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal in Melbourne wieder, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah ja, warte, eine Sache noch und die satisfied mich richtig. Kleine Schritte, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben das Rennen gewonnen. Das bedeutet, die KI-Stufe geht um 5 nach oben. Auf einer KI-Stufe von 33 geht es dann in Melbourne rein. Ich hoffe, dass wir da auch wieder das Rennen gewinnen können und Fortschritte machen. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, unbedingt Like da lassen, Freunde. Begleitet mich auf meinem Lenkradweg. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.